Man weiß nicht, wie weit er dann noch gehen soll. Ne? Ich sage, es gibt so viele Filme, wo das dargestellt wird, wo man jetzt sagt, nee, kommt sowieso nicht. Aber wenn man mal zurückdenkt, irgendwie ein paar Jahre, gerade so die ältere Generation, früher, das, was jetzt gibt, war für die irgendwie Science Fiction, sage ich mal. Ne? Und jetzt ist es Wirklichkeit. Am Anfang steht der Chip. Er speichert Daten und sendet sie wie ein Radio über Funkwellen an einen Empfänger. Ein winziger Mikroprozessor mit einer Antenne. Es gibt aktive und passive Chips in unterschiedlichsten Bauformen für unterschiedlichste Anwendungen. Die passiven Chips benötigen noch nicht einmal eigenen Strom. Jeder Chip verfügt über eine Seriennummer, die es auf der Welt nur ein einziges Mal gibt. Auf diese Weise lässt sich ein Objekt oder ein Lebewesen eindeutig und ausschließlich identifizieren. Wir setzen RFID selbst seit langen Jahren an und fertigen seit mindestens 25 Jahren Reader und Tags im RFID-Umfeld. Was interessant ist, ist, dass neue Anforderungen, zum Beispiel durch den Handel und die Logistik, dazu führen, dass man RFID in anderen Kontexten heute einsetzt. Wir tun das größtenteils im Rahmen geschlossener Fertigungssysteme. Hier geht es um offene Systeme, um weltumspannende Logistiksysteme. Und das bringt einen ganz neuen Touch in RFID rein. Konsum funktioniert nur, wenn auch der Transport der Güter und Waren funktioniert. Für jeden Bundesbürger werden pro Jahr 45 Tonnen Fracht bewegt. Hier stecken für RFID-Anwendungen riesige Potenziale. Nach einer Studie der Deutschen Bank wird sich der Markt für RFID-Systeme in den kommenden 3 Jahren auf 22 Milliarden Euro erhöhen. Das entspricht einer Steigerung von 57% jährlich. Eines der führenden Logistikunternehmen der Welt, die Deutsche Post WorldNet, will auch bei den Innovationen die Nummer 1 sein. Vor wenigen Monaten hat sie ihre eigene, global denkende Ideenfabrik in Betrieb genommen. Im DHL Innovation Center bei Bonn geht es um die Erforschung der Einsatzmöglichkeiten von RFID. Der intelligente Container, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Erschütterungen misst. Er kann selber sagen, wie es ihm geht, was er geladen hat und wo er sich gerade befindet. Das schlaue Paket, das die Systeme selbstständig ansteuert. Im LKW erfasst ein Lesegerät die Warendaten und berechnet die beste Route für den Fahrer. RFID im Gesundheitswesen, insbesondere im stationären Bereich, also im Krankenhausbereich, gibt es sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Das fängt an von, Sie haben vielleicht schon gehört, von diesen Baby-Guard-Systemen, also Baby-Überwachungssystemen auf neugeborenen Stationen, Senioren-Guard-Systemen, Blutbeutel-Verfolgung, also Verfolgung der Kühlkette bei Blutbeuteln, Aufzugssteuerung, Bettenlogistik, Patientenidentifikation. Sie sehen, das ist ein ganz, ganz breites Spektrum an Anwendungsbereichen für RFID im Gesundheitswesen. Auch der Handel hat RFID als Schlüsseltechnologie erkannt. Die Metro Group ist seit Jahren die treibende Kraft. Mit ihren Marken Metro, Real, Extra, Mediamarkt, Saturn und Galeria Kaufhof ist sie eins der erfolgreichsten Handelsunternehmen der Welt.
Das erklärte Ziel der Gruppe ist die großflächige Einführung von RFID im Handel. Entlang der gesamten Lieferkette. Hier im konzerneigenen Versuchslabor erforschen und testen die Partner der Metro Group die technischen Voraussetzungen. Also Standardisierungen bringen immer Vorteile, weil es dadurch die Möglichkeit gibt, weltweit mit den gleichen Daten zu arbeiten und mit den gleichen Standards zu arbeiten. Dadurch werden natürlich auch Etiketten zum Beispiel erheblich günstiger, weil es in größeren Mengen produziert werden kann auf Dauer. Der winzige Chip weiß, was in den Kartons ist und wie viele Kartons auf der Palette stehen. Seine Informationen sendet er ans System. Ganz ohne fremde Hilfe. Magic Mirror heißt die Neuheit für die Textilbranche. Der Chip oder Smart Tag steckt im Etikett. Der Wunderspiegel blickt durch. Grüner Langarmpulli aus Merino-Wolle. Dazu zeigt er den passenden Videoclip oder berät die Kundin interaktiv. Gibt es ihnen 36? Mit welchen Farben kann ich ihn kombinieren? Je nach Programmierung ein ganz neues Kauferlebnis. Also Sie tragen zum Beispiel ein Jackett, in dem ein RFID-Chip sich befindet und sind anhand dieses Jacketts dann nachverfolgbar durch Scanner. RFID bietet eine ganz neue Qualität des Datensammelns, und zwar dadurch, dass auf jedem einzelnen Chip dann nicht nur Informationen über die entsprechende Ware ist, sondern jedes einzelne Exemplar einer Ware hat eine weltweit eindeutige Seriennummer. Und damit ist wirklich auch jedes einzelne Objekt identifizierbar, und zwar per Funk. Und das bedeutet ohne Sichtkontakt und im Zweifelsfall auch unbemerkt. Technik ist immer gefährlich, wenn man nicht damit umgehen kann. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Bereits heute werden so viele Daten gespeichert. Die Frage ist, was man mit diesen Daten anfängt. Rein von der technischen Seite her sehe ich keinerlei Gefährdung in diesem Kontext. Die deutsche Regierung sieht in RFID eine wesentliche Kerntechnologie und fördert sie mit Subventionen in Millionenhöhe. Ein großes Stück vom Kuchen geht nach Nordrhein-Westfalen. Hier hat man beim Funkchip bundesweit die Nase vorn. Im April lud der Düsseldorfer Landtag zu einem Tag der RFID-Technologie ein. RFID, was geht? Die führenden Unternehmen gaben Antworten und Ausblicke. Im Plenarsaal gleich nebenan spricht einer aus, was an diesem Tag nur wenige hören möchten. Oliver Keimis, Vizepräsident des Landtags, wählt markige Worte für seine Eröffnungsrede. Wir alle müssen verdammt gut aufpassen, wenn wir nicht auch diesem Neusprech endgültig verfallen wollen, der Krieg zu Frieden und totale Kontrolle zu totaler Freiheit erklären will. Naja, sagen wir mal, die Kontrolle, der Staat nimmt immer mehr Kontrolle. Ich meine, Kontrolle ist teilweise nicht schlecht, muss ja kontrollieren, kann nicht alles so laufen lassen, kann man auch nie. Aber ich finde, irgendwo geht da zu weit. Also klar, um Verbrecher zu jagen, finde ich es richtig, richtig toll. Ja. Aber ja, wir sind ja nicht alle Verbrecher. Ich finde, das ist Kontrolle pur. Ich möchte das einfach nicht, dass alle meine Daten irgendwo gespeichert werden. Ich habe da keine Kontrolle mehr drüber, was damit stattfindet. Und also ich habe eine eigene Persönlichkeit, die ist mir viel wert und die möchte ich behalten. Seit dem 1. November 2005 wird in Deutschland der biometrische Reisepass eingeführt. Genauer gesagt muss er eingeführt werden. Eine EU-Verordnung will es so. Das Bundesministerium des Innern scheint damit kein Problem zu haben. In diesem Werbevideo verspricht es den Deutschen eines der fälschungssichersten Reisedokumente der Welt. Biometrische Merkmale sind nicht völlig neu. Größe, Augenfarbe und Lichtbild sind seit langem typische Daten in Personaldokumenten.
Neu ist, dass diese Daten in einem Chip gespeichert werden. Zunächst die herkömmlichen Passangaben und das Lichtbild, ab Frühjahr 2007 zusätzlich zwei Fingerabdrücke. Wir haben uns von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder immer sehr kritisch gegenüber diesem Pass positioniert. Wir haben hauptsächlich auch gefordert, dass keinesfalls eine zentrale Datei entstehen darf, in der dies alles gespeichert ist. Das scheint aber im Moment zu kippen, also in der Diskussion zu sein, dass etwas eingeführt wird in diese Richtung. Das muss es eigentlich noch zu verhindern gelten. Die Kosten für passive Chips liegen mittlerweile unter 5 Cent. Dadurch werden ihre Nutzungsmöglichkeiten immer größer. Fachbesucher aus ganz Europa konnten auf der Euro-ID in Köln erfahren, was mit RFID noch alles geht. In der Praxis oder in Modellprojekten sendet der Chip seine Daten schon seit Jahren. RFID zur Teilnehmererfassung und Zeitmessung bei Sportgroßveranstaltungen oder in den Eintrittskarten für die Fußball-WM 2006. Auch für den öffentlichen Nahverkehr sind Tickets mit RFID-Tags von großem Interesse. Autos in London haben den Chip im Nummernschild. Die Reichweiten zum Auslesen bis zu 100 Meter. In Edinburgh schalten Ampeln auf grün, wenn der Bus kommt. Ein Funkchip sendet das Signal, wenn sich das Fahrzeug nähert. An einem Flughafen in Ungarn wurde ein System erprobt, das RFID-Chips und Überwachungskameras miteinander verkoppelt. Dazu wurden die Bordkarten der Testpassagiere mit Chips bestückt. Aus den Funksignalen errechnet man die aktuelle Position der Fluggäste und zeigt sie als grünen Punkt oder live auf einem Monitorbild von der zugeschalteten Kamera. Air France und die holländische KLM testen in Paris und Amsterdam Radiotechnologie am Reisegepäck. Sensoren ermöglichen die Ortung der Gepäckstücke zu jeder Zeit. Wer das Verhalten der Verbraucher kennt, hat in der Konsumgesellschaft alle Trümpfe in der Hand. Wer kauft wo, wann, was ein? Mit RFID sind Konsumentenprofile mit unterschiedlichsten Gewichtungen quasi auf Knopfdruck abrufbar. Wer sich wann und wo in seinem Land aufhält, will auch Präsident George Bush wissen. Use a biometric technology to create a new tamper-proof identification card for every legal foreign worker. That's what we need. Über 2000 Amerikaner tragen den implantierbaren Verichip schon unter ihrer Haut. Er wird mit einer Spritze injiziert. Das ist so einfach, dass einige gar nicht erst zum Arzt gehen. Sie holen sich die Anleitung für Do-it-yourself-Implants aus dem Internet. Nee, das mit dem Chip unter der Haut würde ich nicht freiwillig machen, nee. Wenn es nach unserem Innenminister geht, werden wir es vielleicht irgendwann haben. Der will uns ja überall an die Karre fahren hier. Würde ich ablehnen. Können Sie mir sagen, warum? Ja, so viel Technik im Körper, das gefällt mir nicht. Der Mensch wird gläserner, würde ich ablehnen. Also für mich absolutes No-Go. Rotterdam, 3 Uhr morgens. Während es im größten Seehafen Europas um diese Zeit verhältnismäßig ruhig ist, beginnt im Bayer Beach Club die heiße Phase dieser Nacht. Um sich von den 33 anderen Clubs in Rotterdam abzuheben, ließ man sich etwas ganz Besonderes einfallen. The special thing in this club. Talking with nice people and meeting nice people. Girls are dressed with a few clothes. That's special about this club. Yes, when you have a chip in your arm, you can get free drinks. No, you have to still pay for it. But...
would you let a chip under no. your skin? No. Can you tell me why? I hate needles. I really hate needles. So, no. I don't like needles. I don't like the thing, something in my arm. No, thank you. It's a real big needle. It's a really big needle. I saw it. I don't like it. I'm sorry. But you can take a chip and then you can pay with the chip everywhere you go. Yeah, I know. And when you go to the FIB, you have to order one bottle of champagne. But yeah, I don't like champagne. And I am DMC, Funky Vespa 1983. Der Spaß mit dem Chip kostet 1000 Euro. Wer ihn hat, kann dann aber auch für 1500 Euro trinken. Ein Arzt setzt den Chip ambulant ein, während die Party drumherum weitergeht. The persons inside that we have with the chip is somewhere around 110. The chip is actually a piece of glass that's inserted in the upper left arm, and tissue from your body just goes around it, and it's just gonna stay there. It's not gonna move. It's not gonna break. So no danger at all. Are you chipped as well? Yes, I have one. Yeah. Can we see it? I'll try to. It's here somewhere. Angst vor dem Datenklau hat Arno keine. Missbrauch, sagt er, gibt es mit allem, was die Menschen erfinden. Wichtig ist es, die Dinge positiv zu sehen. Aber es ist gut, wenn man dabei kritisch bleibt. Und dann hat er selber seinen Auftritt. We don't want to go back to World War II with all the Jews. They had to wear a yellow star because we have to recognize them. I don't think, no, that's not the situation that you want to go. And I think that's the most frightening thing of people now. Are we gonna get used? Are we gonna put everybody in a certain position? We're gonna put all the black people there. They get the chip numbers from 0 to 1 million. And all the Chinese people, they get from 1 million to 2 million. I don't think you have to look that way.